Zweimal Gold, einmal Computership. Wir brauchen auch... warte mal. Gold. Den Computership brauchen wir dafür, ne? Jetzt muss ich mal eben selber gucken. Huiuiui, das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Wir brauchen einen erweiterten Kabelsatz. Also, wir brauchen erstmal den normalen mit Silbererz. Silbererz. Und erstmal den normalen Kabelsatz. So. Dann benötigen wir den Computership, den wir herstellen mit Kupferdraht und Tischkoralle. Haben wir noch Tischkoralle? Einmal, die brauchen wir zweimal. Und was war das noch? Kupferdraht. Kupferdraht brauchen wir zweimal Kupfererz. Wir haben... nee, doch, jetzt haben wir zweimal. Okay. Können wir den Kupferdraht schon mal herstellen? So. Und dann würde ich nochmal eben schnell die Koralle holen. Die schwimmt ja hier rum. Beziehungsweise die ist ja unten am Boden. Wenn ich sie jetzt finde, auf die Schnelle, müsste die sein. Jetzt sag mir nicht, mit diesem Messer kann ich nicht abbauen, oder? Doch. Hier mit. So, reicht erstmal. Das erste. Dürfte reichen. Doch, man kann abbauen, wenn man die richtige Taste drückt. So. Ja, ich bin manchmal nicht die hellste Kerze auf der Torte, ihr wisst es. So. Organisch. Nein, lass uns das mal hier reinpacken. Dann brauche ich ja nur zwei. So. So, Computerchip. Stellen wir her. Oh ja, der Zyklop rückt immer näher. Den erweiterten Kabelsatz haben wir jetzt auch. Und jetzt brauchen wir... Warte mal. Den erweiterten Kabelsatz haben wir jetzt. Jetzt brauchen wir noch... Zweimal Stahlbarren. Zweimal Stahlbarren. Ja, wir brauchen zweimal Stahlbarren und dreimal Blei. Lithium brauchen wir nicht mehr. Gold brauchen wir nicht mehr, das kann ich alles rauspacken. Dreimal Blei. Einmal haben wir. Titan würde ich hier reinpacken, weil wir Titan sammeln müssen jetzt. Oder halt Metallschrott. So, Blei brauchen wir dreimal. Das würde ich schon mal mitnehmen, obwohl, komm. Wir gehen jetzt erstmal farmen. Essen und trinken. Können wir unterwegs. Beziehungsweise essen. Darf ich nicht vergessen, dass es jetzt einfach so geht, ne? Das ist halt mega praktisch, ne? Mit dem Essen. Nein, uha, falsche Taste. Das ist mega praktisch. So. Jetzt brauchen wir... Titan. Titan, Titan, sprach der Hahn. Und knüpfte sich die Gänse vor. So. Ein leuchtendes Messer. Das leuchtende Messer. Tja, wenn du Titan brauchst, findest du nicht. Hier vielleicht Metallschrott am liegen? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Natürlich nicht. Überall liegt im Metall rum. Nur das, was wir brauchen, ist nicht da. Oder kann man das auch kaputt machen? Nee, ne? Nein, das geht nicht. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Kannst du mal eben... Ja, oh, danke, das ist sehr nett. Reiß dir mal eben den Zahn raus, dann sammle ich das auch gleich mit. Danke. Und lässt das mal fallen? Das wäre ganz lieb von dir. Danke. Hallo? Lässt du das mal fallen? Danke. Oh, da war auch ein Zahn noch am liegen. Das ist ja praktisch.
Salz nehme ich mit. Sauerstoff. So. Metallschrott. Haben wir irgendwo hier was zum Abbauen? Da, das sieht doch gut aus. Titan, juhu! Nein, Kupfererz. Hier haben wir Steine. Kupfererz, toll. Da ist noch was. Hey, Titan. Ich würde gerne mehr Titan finden. Ich finde alles nur kein Titan. Das ist... Oh, was ist das denn, Alter? Oh, kann man das wegsprengen? Oder... Ach nee, lol. Moin. So gerade eben nochmal gut gegangen. Oh, mein Freund, wo ist denn hier? Ja, der hat Stahlschrott. Der hat Metallschrott. Bleib stehen. Oh, voll. Unser Inventar ist voll. Stimmt das? Na komm, Salzablagerung findet man überall. So, jetzt ab zur Base. Wenn ich sie finden würde, da. Ist schon praktisch, dieser kleine Gleiter, ne? Um mal eben schnell hier zwischendurch mal so durchzurasen, ist das schon supi. So. Mein Gott, was wir hier schon aufgebaut haben, ne? Ist unfassbar. So. Gegessen haben wir, getrunken. Trinken können wir mal ein bisschen. Können wir wieder ein bisschen was herstellen, ne? Entschuldigt. Ach, Inventar ist voll. Natürlich. Egal, trinken tun wir gleich. Jetzt erstmal hier. Los, 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 los. Grundmaterialien. Ein bisschen Titan. Im Bioreaktor müssen wir auch mal Auge behalten, dass nicht, dass da wieder zu wenig gleich ist. So, das war's. Titanwaren können wir herstellen. Das war's, ne? Wir brauchen zwei... Nee, drei Stahlbarren brauchen wir. Warte mal. Ich darf jetzt nichts Falsches machen. Genau, wir brauchen dreimal die Titanbarren. Das ist richtig. Okay. Also dreimal die Titanbarren und die Stahlbarren da unten. Diese Barren, die Plaststahlbarren mit zweimal Lithium. Das heißt, wir brauchen 2, 3, 4, 5, 6 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal Lithium. So, jetzt müsste es gehen. So. Dann haben wir alles. Dann können wir den Zyklopen bauen. Da bin ich ja mal gespannt. Das heißt, wir haben ein zweites Fahrzeug. Hoffentlich hat das Inventarplätze. Das wäre so geil. Da würde ich halt sowas von farmen gehen. Das würde ich einfach mal off-Aufnahme machen. Also neben der YouTube-Aufnahme. So, wir können ihn bauen, ne? Haben wir alles? Lass mal gucken. Können wir ihn... Warte, wo haben wir das Teil? Habe ich das? Wo machen wir das? Ach, in der Fahrzeugstation, ne? Die haben wir oben, glaube ich. Müsste irgendwo hier sein. Da ist er. Die müsste irgendwo hier rum existieren. So, klettern. Mobile Fahr... Wow. Kann ich das Ding irgendwie wieder einpacken? Oder wie ist das? Einpacken. Würde die einmal die mit nach hinten nehmen. Wo ist denn unser Dock? Da hinten ist unser Dock. Da. Deswegen würde ich die, das Fahrzeug dingen.
Würde ich vielleicht hier platzieren? So, benutzen. Fahrzeuge, hier. Nein, Schmierstoff und dreimal Blei fehlt es noch. Nein! Schmierstoff und dreimal Blei, okay. Welcome aboard, Captain. Ja, ja. Schmierstoff und dreimal Blei. Blei dreimal. Eins, zwei, drei. Und einmal Schmierstoff. Den hatten wir ja auch schon irgendwo geparkt. Da. Ja. Jetzt haben wir aber wirklich alles. Ich komme. So, wo war jetzt die Station? Da. Jetzt bin ich aber gespannt. Alter. Der Zyklop. Kann ich gebaut werden? Muss tiefere Wasser in tieferem Wasser konstruiert werden? Ja, warte. Kann ich das wieder einpacken? Einpacken. Ich würde das hier mal platzieren. Hier sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Hier ist noch ein bisschen tiefer. Hallo? So, hier wird ja ein bisschen tiefer sein. Schauen wir mal. Be advised, the Cyclops is designed to be operated by a three-person crew. Only experienced helms people should attempt to pilot this vehicle solo. What the actual fuck ist das denn, Alter? What the fuck? Unser erstes fettes U-Boot. Wie geil ist das denn? Das Ding packe ich mal wieder ein, ne? Kann ich das irgendwie einpacken? Ja. Danke. Alter, was? Das kriegen wir doch nie im Leben hier geparkt, hier drin, oder? Ich würde die Seemotte mal eben rausholen. Weil da stand ja, dass man den Zyklopen auch da parken kann. Also, dass man den auch den stellen kann. So. Seemotte, du hast ausgedient. Kann ich mir das anders markieren? Alter, was ist das? Ich muss den orange haben, oder? Nee, gelb. Komm, wir machen den gelb. Holy shit. Was ist das für ein Töff-Töff? Ja, Mann, ich würde sagen, das war richtig geil. Alter Schwede. So, wo ist denn hier? Wo steigt man denn hier überhaupt ein? Ach, da. Gut, dass es da steht, sonst würde ich niemals finden. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard. Systems online. Welcome aboard, Captain. Lol. Jetzt sag mir nicht, ich kann hier meine Seemotte drin parken. Dann fresse ich einen Besen. Das sieht so danach aus. Alter, das ist ja schon so ein bisschen wie Star Citizen oder so. Das ist schon geil. Okay, hier sind die ganzen... Hier sind die ganzen... Schildgenerator, Zyklopen Sonar. Okay, Feuerlöschanlage. Feuerlöschanlage? Okay, wir brauchen drei Energiezellen, um das Ding zu betreiben. Holy shit. Was ist das hier? Täuschkörper. Krass. Ich will gar nicht wissen, wie tief das hier geht. Ja, wir können hier die Seemotte... Alter, wie geil ist das denn? Innenbeleuchtung? LOL. Hm. Komm in meinen Darkroom. Hm. Boah, wie geil das ist. Achso, das ist dann vorne Licht, ja? Was sind das alles für Anzeigen hier? Tauchbootname, Rumpfstreifen. Okay, das ist die Energie. Boah, das ist schon sehr geil gemacht, muss ich sagen. Holy shit. Maschine aus. Okay, Maschine starten. Okay. Energie 100.
Geräuschloser Antrieb. Alter, wie geil ist das denn bitte? Uff. Kann ich das Ding jetzt da drin parken oder nicht? Geht das oder geht das nicht? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Ich park das mal da drunter. Alter, wie geil ist das denn? Aber ein Frachtraum hat es nicht, oder? Warte. Tauchkammer. Uff. Das ist wahrscheinlich... Oh mein Gott, das wird so gut. Das wird so gut, Denise. Oh mein Gott. So, dann hole ich mal unsere Seemotte. Das heißt also, das Ding passt gar nicht... Ach, das passt doch gar nicht da rein. Da kann man das gar nicht... Das ist ja eine halbe Insel. Uff. Dann würde ich mal die Seemotte da reinparken und gucken, wie das aussieht. Wie cool. Das ist ja richtig nice. Das gefällt mir richtig gut. So, es müsste ja ungefähr hier sein, ne? Okay. Das ist so cool, Alter. Boah, das ist mega. Das gefällt mir richtig gut. Erweiterungsmodule kommen also hier rein. Ach nee, wir brauchen... Alter, 6 Energiezellen brauchen wir. Uff, um das Ding zu betreiben. Hinten ist also kein Frachtraum, okay. Da ist also unsere Seemotte von unten. Das ist ja nice. Okay, das ist schon cool. Muss man einfach sagen, das ist schon verdammt fett. Das ist schon sehr, sehr geil gemacht. Also ich muss sagen, das ist richtig geil. Das gefällt mir richtig gut. Ich weiß gar nicht, was ich bin sprachlos. Das ist schon... Alter, was für Erlebnisse wir damit wohl haben. Achso, warte mal, stand da, wie tief man tauchen kann? Habe ich jetzt noch gar nicht geguckt, ne? Wie tief kann man denn? 500 Meter! 500 Meter! Oh mein Gott, Leute, das wird... Ja, ich komme schon. Ich werde jetzt einfach trinken. Oh mein Gott, Leute, das wird so... Freunde, ich kann euch sagen, das wird ein sehr aufregendes Abenteuer mit diesem fetten Panzer. Oh mein Gott, holy Jesus. Was ist das für ein geiles Survival-Game, bitte? So, Trinken aufnehmen müsste hier sein. Jetzt haben wir ja wieder ein bisschen Platz in unserem Inventar. Unser Aquarium leert sich so langsam. Ich stelle mal ein bisschen Wasser her. Krass. Also habe ich mich doch vertan, dass das nicht ein, dieses Erweiterungstool war kein Fabrikator, sondern war einfach nur, damit man seine Sachen erweitern kann. Das ist natürlich heftig, auch mit dem Messer und alles. Das mit dem Essen ist super praktisch, dass man halt unterwegs essen kann. Das erleichtert einiges. Vital signs stabilizing. So, getrunken haben wir. Jetzt können wir noch mal ein bisschen was auslagern. Na, mein kleiner Freund, du kommst bald in mein Aquarium rein. Warte mal ab. Alter Schwede. Das wird immer geiler, das Spiel. So, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Spind. So, die Fahrzeugstation kommt erstmal da rein. Dann lass mal ein bisschen was aussortieren, aussondern. Kupfererz. Dann Blei.
Titan. Wir brauchen sowieso noch mehr Titan. Ich werde mal irgendwann offline, werde ich einfach mal ein bisschen farmen gehen. Weil ich möchte das jetzt, glaube ich, nicht mehr so, also im Stream, auf der Aufnahme machen, weil das ist, glaube ich, ein bisschen zu langwierig. So, den Zahn packe ich mal da rein. Jetzt würde ich mal eben kurz gucken. Können wir denn jetzt diese Station bauen? Weil wir jetzt die Zähne haben. Ah, nee, da fehlt uns dieses Aerogel, ne? Und wo ist überhaupt der Dings? Ach, da. Ich glaube, das Aerogel fehlt uns, glaube ich, ne? War das nicht so? Ah, der Rubin. Genau, der Rubin fehlt uns. Da müssen wir mal gucken, wo wir den herbekommen. Wie man da am besten auf die Suche geht. Ansonsten wäre halt noch ganz interessant. Kernstab, ja. Ausrüstung. Wir haben ja noch so einen anderen Taucheranzug, ne? Synthetische Fasern. Warte mal, können wir diese anderen Fasern herstellen? Diese hier, Faserngewebe. Warte mal. Würde ich mal eben machen. Einfach nur mal so. Ach, da brauchen wir zwei von. Ja, das ist doch kein Problem. Einfach nur mal so, um zu gucken, ob dann irgendwas, irgendwas passiert dann. Dieses Schiff, ne? Ich hoffe, der verbraucht jetzt keine Energie, wenn er so, obwohl ist ja ausgeschaltet. So, ich nehme mal vier Stück mit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein richtig... Jawohl, es ist ein richtig cooles Survival-Game. Es macht echt mega Spaß. So, jetzt wo man das weiß, was man alles machen muss, wie das funktioniert und alles, das ist schon verdammt cool. Vor allem dieses, du musst erst erkunden und so, das ist schon mega. Und dann baust du dich so Stück für Stück immer weiter auf. So, was können wir denn jetzt hier machen? Ach, Medikit macht man damit, okay. Aber ich kann damit keine anderen Fasern herstellen, ne? Werkzeuge. Pfadfinderwerkzeug, ja. Wo waren denn die Anzüge nochmal? Hier. Synthetische Fasern. Strahlenschutzanzug, den haben wir, glaube ich, ne? Ja. Okay, Baupläne. Also wir können ja jetzt auch unsere... Wir können ja auch ein Frachtmodul trotzdem noch für die Seemotte bauen und so beim nächsten Mal. Weil ich möchte das, glaube ich, jetzt auch nicht mehr machen. Mal Zyklopen, Maschinen, Effizienzmodul, das ist geil. Verwendet Abwärme, um die Maschineneffizienz zu erhöhen. Da verbraucht man wahrscheinlich weniger Energie. Wie komplex das einfach ist. Uiuiuiui. Das wäre noch ganz toll. Den Rubin. Da werde ich mich, glaube ich, mal schlau machen, wo man den Rubin am besten herkriegt. Und, das ist schon fett. Also das Spiel gefällt mir richtig gut mittlerweile. Das ist richtig, richtig gut. So. Freunde, ich würde sagen... Das soll es eigentlich für heute auch gewesen sein mit Subnautica in der Folge. Jetzt sage ich schon für heute. Weiß ja nicht, wann ihr das guckt. Das ist unser Brummer. Ja, und ich würde mich quasi mit diesem Bild jetzt hier von euch verabschieden für diese Folge. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann geht's mit diesem Teil jetzt auf Erkundungstour. Und das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Dann freue ich mich auf euch. Also, ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.